wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben Donnerstag, den 8. August 2019. Ja. Damit sind wir 14 Tage unterwegs. Ja, 14 wundervolle Tage hier in Norwegen. Na, das stimmt ja nicht so ganz, weil wir sind erst 4 Tage noch in St. Peter-Ording und in Deutschland gewesen. Aber okay, gut. So Pi mal Daumen, ja. Passt. Aber den Rest auf jeden Fall dann in Genau, 10 Tage Norwegen. Sind wir schon in Norwegen und wir haben noch immer strahlenden Sonnenschein hier. Definitiv. Wenn wir Glück haben und unsere Route geht einigermaßen so, könnten wir auch heute noch weiterhin gutes Wetter haben. In gewissen Gebieten ist Regen angesagt, das gucken wir mal, ob das uns erwischt oder nicht. Genau, wir werden jetzt uns hier wieder aufmachen. Ich habe gerade eben schon die Scheiben sauber gemacht, damit wieder klarer Durchblick herrscht. Ja, einmal für uns natürlich, durch Sicherheit und natürlich auch für euch. Genau, weil genau. Ihr habt ja gesehen, wo wir das Netz abgebaut haben, aber immer so, da hatten wir ja was ausgeblendet. Ja, wir wollten euch eine Kacke. Ja. Die selbstmordgefährdeten Fliegen. Insekten. Ja, genau, die Überreste. Genau. Ja, was können wir zu diesem Platz sagen? Einfach himmlisch. Ja, es sind noch, also insgesamt waren wir hier zu viert. Jetzt sind wir noch zu dritt. Genau, es sind heute Morgen schon zwei Leute wieder weggefahren. Genau. Beziehungsweise einer weggefahren, aber das sind zwei Mann gewesen. Zwei Mann, ein Mann, eine Frau, ein Hund. So rum, genau. Ja. Die moderne Familie. Und dann hatten wir eine junge Familie mit Mann, Frau und ganz kleinem Baby. Die sind noch da, kommen aus Rostock, sind direkt hinter uns. Also Respekt fürs Freistehen mit einem Kleinkind. Wunderbar, muss ich ja ehrlich sagen. Macht nicht jeder. Na, in dem Alter geht's auch. Ja. Ja, und wie gesagt, da hinten sind noch die Franzosen, die sind auch schon wach. Das sind die anderen aus Rostock. Da stehen wir natürlich auch. Und in die Richtung, dort, da stehen die Franzosen. Genau. Ja, Wasser ist gerade ein bisschen weg. Dementsprechend das heißt, riecht es auch. Genau, hier dieser ganze Seetang, der riecht ein bisschen. Es ist jetzt halt Meer, ne? So, aber guckt euch mal bitte die Aussicht an. Genau, die hatten wir. Die ganze Nacht. Es war ja hell. Ja, ab 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens wurde es wieder sehr hell. Genau. Und das hat man mitbekommen. Und deshalb... Man sieht ja, oder man hat es ja gerade gesehen, Stefan steht im T-Shirt, wenn die Sonne da so ist, reicht T-Shirt auch vollkommen aus. Dann ist das echt warm. Wir fahren jetzt weiter Richtung Süden und ja, wo wir landen, das werdet ihr dann sehen, weil wir wissen es auch noch nicht ganz. Wir lassen uns mal überraschen. Genau, nur zum Teil die Strecke, aber mehr wissen wir noch nicht. Ja, dementsprechend sagen wir mal bis gleich. Bis später. Meine Lieben, erster Stopp schon wieder. Das hat einen einfachen Grund. Wir sind hier an einer Brücke gelandet. Da sind wir gestern rübergefahren. Und das, was ich sehe, das seht ihr gleich, das sind die sogenannten Salztraumen. Das sind hier solche, wie nennt sich das? Strudel. Du hast hier sehr viele Vögel. Teilweise kannst du Fische fliegen sehen. Das sehen wir jetzt hier nicht. Aber es ist eine tolle Aussicht und die möchte ich euch jetzt zeigen. Da zum Beispiel sieht man schon einen so einen Strudel, der ist auch unter der Brücke normal und auch da hinten sieht man da viel richtig schön und noch mehr davon versuchen wir euch jetzt zu zeigen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Aufnahmen, glaube ich, sind ganz gut geworden. Man konnte, glaube ich, die Strudel ganz gut sehen.
Wir kennen diese Salztraumen, so heißen sie, glaube ich, ne? Ja. Aus dem Fernsehen. Wir haben das schon mal in einer Reportage gesehen. Ja, durch Zufall sind wir hier halt dran vorbei. Und durch Zufall hat es auch ja, diesen Ort hier dafür, ja, haben wir sozusagen entdeckt dann sozusagen. Ja, ein wunderschönes Fleckchen. Sind wohl hier auch schon einige ums Leben gekommen, dadurch, dass sie in diesen Salztraumen, das sind diese Strudel, die dann sich so reindrehen, wohl irgendwie geangelt haben. Und das hat man wohl auch früher so gemacht. Und weil sich da halt sehr viele Fische, ja, wie soll ich sagen, fangen oder aufhalten. Dabei sind allerdings einige in diese Strudel geraten und dann halt dementsprechend auch ertrunken. Gefährliche Sache, durch die Gezeitenströmung entsteht das Ganze hier, weil das hier so eine Meeresenge ist und ja, genau. Aber schönes Naturschauspiel natürlich. Willkommen beim Bildungsfernsehen Kreuzfahrtbulli. Ja, genau. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Genau. Ne? Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tja, mal sehen, wo wir als nächstes anhalten. Bis dahin. Und wir haben wieder einen neuen Halt gemacht, um diesen wahnsinnigen Blick auf den Atlantik zu haben. Und ich gucke gerade mal, dass ich das einigermaßen hinkriege. Also da hinten irgendwo sind die Hotischruten. Und Stefan macht jetzt nochmal einen Flug, dass ihr das alles sehen könnt. Und ich zeige euch das kurz nochmal mit der anderen Kamera. Dort ein Denkmal, und zwar gab es wo ein U-Boot, was nach so einem, wie nennt sich das, Schwertfisch benannt worden ist, was 1985 leider untergegangen ist. Und wie gesagt, das ist die Landschaft. Unglaublich schön, würden wir mal behaupten. Und halt der Blick auf den Atlantik. Wer rein will, kann reingehen. Uns ist das zu kalt. Wir machen das nicht. Mahlzeit. Wir machen gleich Mittagspause. Und wo sind wir hier?
Das kann ich euch sogar zeigen. Lest doch mal selber. Ja, ist richtig. Wir sind am Swartisengletscher. Da an der Spitze ist er. So ist es. Wir werden jetzt erstmal Mittagspause machen, weil um 13 Uhr fährt keine Fähre oder kein Schiff rüber. Genau. Sondern erst ab 14 Uhr wieder. Und dann werden wir das Schiff um 14 Uhr nutzen. 200 Kronen pro Person, für Person hin und zurück. Hin und zurück, genau. Ja, es ist halt nicht ganz komplett billig oder günstig, ja, aber 40 Euro dafür, dass du dann aber direkt genau. Also relativ nah an diesen Swartisengletscher kommst. Andernfalls wäre es halt ein Fußweg von, weiß ich nicht, 25 Kilometern oder sowas. Nö. Ein bisschen viel. Ja, ja, also von daher. Wir werden jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen was Happa-Happa machen und dann werden wir zu diesem Gletscher und bei diesem Bombenwetter hat der Stefan nicht mehr dran gedacht. Nee. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so gutes Wetter ist, aber wir haben Glück gehabt. Von daher, erstmal was essen. Wir melden uns später. Bis dann. Ja, meine Lieben, wir sind tatsächlich hier oben auf dem Swartisengletscher. Er ist noch weiter oben, deshalb sieht man ihn gerade auch nicht. Wir werden aber euch schöne Bilder noch einblenden. Stefan ist noch weiter hochgekraxelt, für mich war es das jetzt hier. Also zum einen haben wir nicht das richtige Schuhwerk dafür an, um sowas hier zu machen. Und zum anderen bin ich jetzt auch nicht der Bergkletterer. Stefan macht das gerne. Stefan ist irgendwo und wird vielleicht tolle Aufnahmen machen. Hoffen wir zumindest. Ja, und ich zeige euch jetzt gleich nochmal das Tal, denn der Ausblick von hier oben, der hat natürlich schon was. Und dort hinten irgendwo haben wir angelegt. Es sind 4,3 Kilometer bis zum Gletscher. Ja, und diese Wege muss man laufen. Also das ist einiges, was man da abzulaufen hat. Hier gibt es auch einen richtig genialen Wasserfall, aber irgendwie sind wir über den hinweggelaufen. Also um, ich sag mal, darauf zu kommen, muss man richtig gut kraxeln können. Gute Wanderschuhe sind auf jeden Fall Pflicht, mindestens. Also da hatte der Prospekt auch gar nicht gelogen. Man sollte da sehr, sehr vorsichtig hoch. Es ist irgendwann eine Gefahr von Steinschlag, das heißt, damit muss man auch rechnen. Und ansonsten ja, ist es sehr steil und sehr anstrengend da hoch. Marcel hat irgendwo in der Mitte dann, ich sag mal,
sich ein Päuschen gegönnt und ich bin dann noch weiter, bin dann zum Gletscher und genau. Ja. Es war aber sehr schön. Es war sehr schön, genau. Wir werden jetzt zusehen, dass wir unsere Fähre noch kriegen, dass wir jetzt mit der 17.15 Uhr Fähre zurückkommen und werden dann zu unserem mobilen Zuhause wieder zurückgehen oder ja, schiffern und dann werden wir uns einen Schlafplatz suchen. So, meine Lieben, wir sind vom Zwartisengletscher wieder weg und haben einen wunderbaren Spot direkt auf den Gletscher wiedergefunden bei Park for Night. Wir blenden euch hier mal die Koordinaten ein. Also richtig schön und wie schön es ist, das zeige ich euch jetzt. Ein wahnsinniger Blick auf den Fjord, auf die Berge. Parkbänke haben wir auch. Dann irgendetwas, was ein dänischer Künstler hergestellt hat. Ein Stefan. Und ganz schön viele Viecher, die so auf den Tisch rum sind. Wie gut, dass wir da nicht gegessen haben. Ich glaube, es war ein bisschen viel gemacht. Aber so haben wir genug. Und zu salzig sollte es nicht sein. Ich bin gespannt. So, meine Lieben. Essen ist fertig. Und wie man vielleicht sieht, oder auch nicht sieht, es gibt noch mal Fisch. Heute ist Stefans Glückstag irgendwie. Ja, sehr glücklich. Mit dem Gletscher, wo Marcel nicht so ganz so von begeistert war, aber es für mich mitgemacht hat. Ja, was tut man nicht alles für seinen Ehemann? Ja, und natürlich jetzt nochmal lecker Lachs. Genau, weil wir wissen nicht, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Und da haben wir gesagt, naja, dann lieber heute nochmal. Weil das ist, glaube ich, die einzigste Möglichkeit, die wir noch haben. Einzige Möglichkeit. Ja. Und ja, bei dem Anblick nochmal das haben, draußen zu machen, ist super. Ja, also dieser Pavillon, dieses Moskitonetz hat sich wirklich bewährt in diesem Urlaub. Definitiv. Hätten wir nicht gedacht, wir wollten es gar nicht mitnehmen, aber wie gut, dass wir es mitgenommen haben. Ja. Und jetzt würde ich sagen, erstmal guten Hunger. Bis später. Achso. Nochmal anstoßen. Genau. Prost. Prost. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr seid ja immer noch da. Schluss, aus, Ende. Was soll man sagen? Wir haben gut gegessen. Es war total lecker. Beide Teller leer. Ja. Also auch meiner. Und Hasi hat nichts gegessen. Okay, hier ist auch kein Hase. Und der hat auch nichts gegessen. Also auch Stefan hat nichts gekriegt. Tja. Diesmal habe ich nichts von meinem Fisch abgegeben. Nee. Ganz allein gegessen. Wir haben gerade so gesprochen, dass wir sowas von viel Glück gehabt hier haben hier. Wetter spielt mit, in Nordnorwegen zumindest. Ja. Wir haben wundervolle Plätze seit gestern. Das ist mega. Also ein Platz nach dem anderen ist super. Also ja. Sonst waren ja eigentlich alle Plätze in Ordnung. Also ist alles gut. Können wir nicht meckern. Alle top, aber so diese Highlights,
die waren jetzt nochmal so dieser Schluss, ja. Und auch mit dem Swartisengletscher. Das war schon echt schön. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auch hierher zu fahren. Es ist wirklich überwältigend. Genau, wir haben ja die Bootstour gemacht. Die kostet pro Person 200 norwegische Kronen, Pi mal Daumen 20 Euro. Damit ist aber die Hin- und Rücktour gemeint. Und wenn ihr die macht, dann habt ihr immer noch, und das darf man nicht unterschätzen, 4,7, glaube ich, waren es, Kilometer bis zu dem Gletscher. Ja, one way, also ein Weg. Genau. Ihr müsst das Ganze auch wieder zurück. Also ich kann es euch nur empfehlen, nehmt die Fähre oder dieses Schiff, 25 Kilometer und dann auch noch rauf auf den Gletscher. Also ich bin ja rauf, das war mega anstrengend und das ist nicht mal eben in ein paar Minuten gemacht. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen, den Weg sich zu sparen. Man kann sich sogar Fahrräder dort leihen. Kostet glaube ich 20 bis 50 Kronen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Sind Klapperfahrräder, aber... Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Würde ich nie machen. Ja, okay, wir haben es nicht gemacht. Wir sind gelaufen, Feierabend. Weil die waren so... Also wir wären angekommen, wir wären total kaputt gewesen. Das Ding hat keine Gangschaltung gehabt. Ja, das Ding, ja. Ein Wunder, dass es Bremsen gab. Das ist, war ein Drahtesel. Also wirklich ein Drahtesel. Also wer Drahtesel mag, bitte die nehmen. Aber wir haben es nicht gemacht. Ja, wir haben uns das Geld auch gespart. Die 3 Kilometer bis zu diesem Gletscher, wo du sowieso nicht mehr weiterkommst mit den Fahrrädern, sind wir zu Fuß gegangen, das ging. Und alles andere war eh anstrengend. Also, und das hätte man so oder so gemacht oder machen müssen, wenn man denn da hoch will. Genau. Ich kann nur eins sagen, die Hälfte der Leute hat mit Sicherheit aufgegeben. Die sind nicht alle bis zum Gletscher ran. Weil der Gletscher rutscht ja immer weiter nach hinten. Das heißt, du musst immer, immer höher. Und auch ich habe nicht den offiziellen Weg genommen. Ich habe dann eine Abkürzung genommen, weil ich gesagt habe, boah, soll ich jetzt noch die nächsten Kurven da machen? Da hatte ich keine Lust drauf und bin dann halt ein bisschen steiler den Hang oder die Steine hoch und ging aber auch. Also ist auch machbar. Aber es ist anstrengend. Genau. Wir werden jetzt erstmal gleich sauber machen hier, abwaschen. Erstmal in ganzer Ruhe noch den noch guten den Wein trinken. Und den Blick genießen. Dann werden wir abwaschen. Genau. Und dann war es das auch für euch heute. Weil es kommt nichts mehr. Nee, also das ist wirklich, wir sind heute mal geschafft. Heute sind wir durch. Und deshalb wünschen wir euch eine gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.